Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Eine Frage, die Paulus im Brief an die Römer stellt, eine ernste Frage und eine rhetorische Frage. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Immer wieder erleben wir es, dass Schicksalsschläge es uns schwer machen, Gott zu vertrauen. Immer wieder erleben wir uns, dass Menschen sich von Gott abwenden, wenn Gott so etwas zulassen kann, was mir, was anderen widerfahren ist, dann will ich von Gott nichts mehr wissen, sagen manche Leute. Und manche wenden sich einfach stumm ab, verstummen. Und dann gibt es wieder anderes, was uns von Gott trennen kann. Dinge, die uns wichtiger sind. Wie oft ist es Geld, wie oft ist es Erfolg, wie oft sind es unsere Eitelkeiten, die wir wichtiger nehmen als unsere Beziehung zu Gott. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Die Frage, sie ist mehr als eine rhetorische Frage. Wir erleben es immer wieder, dass Menschen sich von Gott trennen lassen, durch Schicksal, durch andere Interessen oder was auch immer. Paulus beantwortet diese Frage. Und er beantwortet sie auf zwei Ebenen. Zum einen sagt er, es gibt nichts, was uns von Gott scheiden kann, denn selbst der Tod, der uns nun von allen Menschen trennt, selbst der Tod ist nicht mehr trennend von Gott, denn Jesus Christus ist in den Tod hineingegangen. Er hat diesen Tod auf sich genommen. Durch seinen Weg wissen wir, dass Gott wirklich immer an unserer Seite ist. Es kann uns nichts scheiden von Gott, nicht einmal der Tod, keine irdischen, keine sonstigen Mächte. Die andere Antwort, die Paulus uns gibt, ich bin gewiss, sagt er. Er stellt seine theologische Überzeugung und seine eigene Lebenserfahrung uns zur Verfügung. Er teilt mit uns das, was ihm Halt gibt, was ihm Kraft gibt. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Die Gegenfrage, was verbindet uns mit der Liebe Gottes? Zum einen ist es Gottes Liebe, die uns Menschen immer, wirklich immer gilt. Zum zweiten ist es die Erfahrung, Gott geht mit uns, auch die dunklen Wege, auch die schweren Wege, sogar den Weg durch den Tod hindurch zum Leben geht er mit uns. Und die dritte Antwort auf die Frage, was uns mit Gott verbindet, es sind Menschen, die uns an ihrem Glauben teilhaben lassen, die für uns beten, die uns von ihren Überzeugungen weitergeben, die uns segnen. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus? Die Frage ist eine ernsthafte Frage und die Antwort auch. Nichts, nichts kann uns von Gott trennen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihen, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen. Frieden gabst du schon, Frieden muss noch werden, wie du ihn versprichst uns zum Wohl auf Erden. Hilf, dass wir ihn tun, wo wir ihn erspähen. Die
mit Tränen säen, werden in ihm ruhen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, lachen oder